Hallo und willkommen zur 18. Episode von Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Wir sind jetzt ins Elfenkönigreich verschleppt worden und sollen jetzt für die Elfen kämpfen. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt demnächst eine Wahl haben, gegen wen wir uns stellen. Als nächstes müssen wir jetzt erstmal die Goth-Kinder rekrutieren. Aber schauen wir uns doch mal hier im Elfenkönigreich um. Oder machen das Elfenkönigreich kaputt. Ja, hier können wir... Ah, hier können wir doch rein. Aha. Die Waffe sieht doch nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, in welcher Sprache ich das aussprechen soll. Poingar, vielleicht. Französisch. Schon wieder die falsche Taste. Ich lerne es wohl irgendwie im Moment nicht. Ja, neue Freundschaftsanfragen, ganz toll. Aber was viel toller ist als die Freundschaftsanfragen, wir haben neue Aufwertungen. Und, ja, entweder befassen wir uns jetzt weiter mit Meucheln oder mit dem Exekutieren. Und da mir das Exekutieren ganz gut gefallen hat, würde ich sagen, machen wir das doch. Ansonsten, weitere Vorteile haben wir nicht. Anscheinend haben wir noch nicht genug Facebook-Freunde. Dann gucken wir uns doch mal die neue Waffe an. Die ist an sich nicht besser. Aber ich nehme mal kurz den Aufsatz weg und guck mal. Ja. Leider. Ah, Moment. Da unten ist das Poingar. Ja, wir haben Blutenschaden und wir haben zwei Aufsätze. Von daher. Zwei Aufsätze gefallen mir doch deutlich besser. Feuerschaden ist immer gut. Ja, zumindest solange wir keinen Feuergegner haben. Oder vielleicht einen, der mit Wasser angreift. Bluten entziehen, 25 TP entziehen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil die Waffe standardmäßig schon bluten kann. Also Blutenschaden zufügen kann. Ja, dann nehmen wir das doch. Gut. Hoffentlich taugt die Waffe was. Die sieht auf jeden Fall deutlich schöner aus als die Analsonde. Als die Aliensonde. Entschuldigt. Was ist denn da oben? Jetzt nichts mehr. Hier kann man jetzt auch Sachen kaufen. Any ally of the Elf King is an ally of mine. And my shop is open to you. Muss ich mir jetzt eigentlich auch solche Ohren anziehen? Was haben wir denn hier so Feines? Eine Elfenklinge? Ja, die hat aber nur einen Aufsatz. Das finde ich leider nicht so schön. Oh! Ja... Der Langbogen, der sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wow. Okay. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten Level. Dann werden unsere Waffen deutlich mehr abziehen. Ja, ich nehme auf jeden Fall mal den Langbogen mit. Und ich gucke auch mal, vielleicht ist die Elfenklinge doch gar nicht so schlecht. Tambourmajor-Handschuhe. Wojciech lässt grüßen. Ja, toll, Spielmann. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber 50 TP, wenn dein Begleiter angreift. Ah. 10 Rüstung. Ja, kaufen wir uns die Sachen nochmal. Ich schätze mal für... Oh, wer macht Aufsätze? Wir müssen wahrscheinlich sowieso später... alle Gegenstände kaufen. Angriffe ignorieren bis zu 30 Rüstung. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Yay, eine Freundschaftsanfrage. Juhu. Reicht das vielleicht schon aus? Nee. Der sieht sehr unfreundlich aus. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Aus gutem Grund sieht er unfreundlich aus. Dann hau ich ihn einfach. The humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So sayeth the Well of Insight. Plus it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Ah. These human banners are dark tidings. Will no one break the shit out of them? Das Kirchenbanner. Ja, anscheinend gibt es wohl einige Banner. Da
Da können wir leider nicht rein. Kann ich die Eule nicht abschießen? Nee. Anscheinend nicht. Gucken wir nochmal, was in dieser Tasche ist. Na, hier können wir noch hoch. Da sehe ich doch was drin. Yay, noch eine Farbe. No tricks, human. Na, okay, ich bin aktuell wirklich ein Mensch. Wieso kann ich nicht mit dem interagieren? Egal, dann gehe ich halt ganz nach oben. Da ist doch eine Kiste. Ne, da ist keine Kiste, da ist nur das Holzbrett gewesen. Na gut. Ah! Das heißt, wir haben jetzt alle Schnellreisepunkte entdeckt und Timmy ist jetzt mit uns befreundet und wir haben noch eine Aufwertung, einen Vorteil. Was können wir uns denn jetzt wieder aussuchen? Ja, wütende Feinde hatten wir bisher noch nicht. Das kommt bestimmt auch noch, hatten wir aber noch nicht. Kraftarsch. Ja, magische Angriffe. Noch mehr Schaden bei Gegnern, die bluten, ja. Kaugummi-Krösus. Ja, heilende Gegenstände machen unsere Angriffe stärker. Das klingt alles nicht schlecht. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Aber das ist ja immer so. Angewidert, kommt drauf an, ob die zombieartigen Gegner nochmal auftauchen. Also werden sie garantiert, aber je nachdem, wie oft. Starte einen Gegenangriff mit deinem Arsch. Erfordert Mana. Ja. Betäubte Ziele. Mehr Nahkampfschaden. Magische Angriffe. Na gut, Nahkampfwaffen ziehen mehr ab. Klingt doch nicht schlecht. Na gut, ich glaube, hier ist jetzt alles erledigt. Und dann machen wir uns doch auf den Weg wieder zu den Goth-Kindern. Dann können wir auch wieder diese Kutte ablegen. Ah. Ah, Stan kommt jetzt mit, klar. Davon können wir nichts mitnehmen. Doch, können wir alles. Eiswürfel. Ah, wir können auch Frostschaden jetzt machen. Ich würde... Wieder der falsche Knopf. War das nicht genau? Den Langbogen können wir jetzt nehmen, dann wechseln wir den doch. Der scheint doch deutlich stärker zu sein. Oh ja, deutlich. Stark gegen Rüstung klingt auch gut. Die Elfen scheinen doch deutlich bessere Waffen zu haben. Oh, der hat sogar zwei Aufsätze. 25 Frostschaden. Und ja, 15 Schockschaden. Das klingt doch sehr gut. Dann ist das doch wieder hinfällig, dass wir jetzt mit den Nahkampfwaffen mehr abziehen. Und ich glaube, dann nehmen wir nicht das Poingard. Ja, ich möchte alles wieder ablegen. Oder habe ich jetzt auch das... Okay. Ich hätte vielleicht erst lesen sollen. Oh. 25 Feuer und Frost. Ob sich das so verträgt? Hoffentlich hebt sich das nicht gegenseitig wieder auf. Nein, nicht die Aliensonde, die Elfenklinge. Die ist auch besser als die Aliensonde, von daher passt das schon. Und ein bisschen Schockschaden. Jetzt bluten die Gegner zwar nicht mehr, aber... Es klappt hoffentlich trotzdem. Ja, wir könnten jetzt hier noch einen Aufsatz drauf machen, aber ich glaube, nachdem wir bei den Goth-Kindern waren, legen wir das eh wieder ab und dann brauchen wir das nicht unbedingt.
Aber wir sind jetzt bei Stan im Haus. Ne, wir sind bei Kyle im Haus. Dann gucken wir uns doch mal oben um. In Kyles Schrank sind bestimmt auch wieder lauter Gegenstände aus der Serie. Ja. Aber wieder nichts zum Interagieren, alles nur zum Bestaunen. Falls ihr euch das jetzt alles genauer angucken wollt, könnt ihr das Video auch jetzt hier pausieren. Ich gehe jetzt wieder aus dem Bildschirm raus. Unterhose. Unterhosen I guess sammeln. that's cool. Ah, wir haben schon 3 von 5 Unterhosen gesammelt. Dann kommen bestimmt die restlichen Unterhosenwichtel und nehmen uns den Rest ab oder so. Oder wir können ihn verkaufen. Ja, die Hartley Boys. Widerwärtig. Schade. Ich habe jetzt irgendwie mehr von Kyles Zimmer erwartet. Garagenschlüssel. Aha. Können wir nicht. Ah. Oh. Sehr gut. Wunderbar, wie schön Kyle da grinst auf diesem Bild. Können es abschießen? Nee, auch nicht. Schade. Jetzt gibt es hier natürlich noch ein Badezimmer. Was wahrscheinlich wieder aussieht wie alle anderen. Naja, die Wandfarbe scheint anders zu sein. Ist da was drin? Ja, zerknülltes Papier, wunderbar. Akne. Und nochmal aufs Klo gehen. Schließlich haben wir einen langen Tag vor uns. Here, at least light a match. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, bei dem Gestank dann. Aber wenn wir es sowieso mitnehmen, dann bringt auch das Streichholz nicht besonders viel. Wir müssen ganz schön stinken. Auf nach draußen. Mr. Broflowski? Have you seen the new Taco Bell yet? Incredible! So, jetzt. Och, ich dachte, ich habe ihm die Arbeit Welcome abgenommen. To the neighborhood. Wenigstens ist er freundlich. Gin Pokémon. Eine Truhe. Kyles Koteletten. Und ein kleiner Magnet im Wert von $2. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. I continue to admire your awesomeness. Ah ja. Ich werde jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Ah, ja, Mr. Broflowski ist jetzt mit uns befreundet. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier unten. Nein, zum Schweinebärmann wollen wir jetzt nicht. Gleichgewichtswiederherstellung. Ja, die Banner lassen sich jetzt wieder im Nebenquest. Alles weitere Nebenquests. Da müssen wir jetzt nicht hin. Da ebenfalls nicht. Ebenfalls nicht. Oder müssen wir jetzt, ist das keine Nebenquest, sondern eine Hauptquest? Scheint fast so. Na gut, dann arbeiten wir uns mal hier vor. Na gut, wir müssen wohl einmal quer durch die Stadt. Gucken wir doch mal, ob wir eine Schnellreiseflagge finden. Hey, if you ever want to sue anybody, you can come to me first, okay? Es kann natürlich jetzt sein, dass wir die Schnellreise jetzt nicht mehr nutzen können, weil wir jetzt zu den Elfen gehören. You can't see me. Ach so. Wieso? Na, leider kann ich nichts weiteres mit ihm anstellen. Hier in den Häusern waren wir doch schon, oder? Na, hier ist zumindest noch alles voll. Dann müssen wir hier wohl noch weiter. Ja. Terrence und Philip läuft wohl überall. Ah, das ist Stans Haus. Down on that side is where my parents sleep, and across from that is the cave of the She-Ogre. Shelly. So, this is my room. I'm never coming out.
I'm never coming out. I'm never coming out. Okay, auch aus der Serie. Okay. Oh, 4 von 5 Unterhosen. Ist sogar Stans Unterhose. Na? Müssen wir uns jetzt die Kombination merken? Rechts rauf, rechts runter, rechts. Na, schauen, ob ich es mir gemerkt habe. Sonst müssen wir das gegebenenfalls nochmal nachgucken. Natürlich, ein Bild von Wendy, was wir uns mitnehmen. Sehr dreist. Genau, bestimmt hier irgendwas kaputt machen. Was für eine Überraschung. Dass Stan da einfach so neben steht. Yay. Na, mehr geht wohl nicht. Ah, das ist Shellys Raum. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Ja, wir sehen geschockt aus. Ja, erstmal noch aufs Klo. This is our bathroom. My dad set a world record in that toilet. Ja. Ich habe leider auch gerade die Einheit vergessen. Dude, at least light a match. Ach, Mist, nicht geschafft. Das müssen wir doch jetzt nochmal machen. Dude, at least light a match. Ne? In Stans Haus schaffe ich es wohl nicht, aber ich glaube, wir haben genug Klumpenscheiße dabei. Das muss nicht unbedingt sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass in diesem Badezimmer der Rekord gebrochen wurde. Und so einen großen Haufen Scheiße werde ich bestimmt nicht hinkriegen. Ja, Shake Weight. Dude. Ah, alle Unterhosen. Gut, dass wir in dieses Haus gegangen sind. Das scheint es gewesen zu sein. Unten in der Küche waren wir schon, das heißt, das Haus ist jetzt abgearbeitet. Ja, der einzige Kanal in Kanada. Sehr glaubwürdig, dass in einem so großen Land nur ein Fernsehkanal existiert. Neue prominente Kundin. Ich kann dir den Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass sie ein 90 Meter großer Roboter-Dino ist. War es nicht Barbara Streisand, den sie als Roboter-Dino dargestellt haben? Na gut, ich würde sagen, das war's jetzt für dieses Mal sogar schon wieder. Weiter geht's dann morgen. Bis dahin macht's gut. Tschüss.